So, dann sind wir auch hier schon wieder zurück bei Fallout mit unserem Hund, der so klingt, als würde er sich gerade am Arsch kratzen. Was ist das da noch? Ach, nix. Wir haben ja so ein bisschen den Schrottplatz erkundet. Ich denke, wir waren ja auch ganz gut durch. Vermutlich habe ich eh wieder die Hälfte übersehen. Wir können hier vorne nochmal reingucken. Da bin ich ja nur so lang gewütet, weil ich das blöde Radio gesucht habe. Hatte ich aber dann doch irgendwie alles ganz gut mitgenommen. Na, ich denke mal, wenn die sowas möglich machen, dann hat das auch seinen Grund. Hund, jetzt könntest du mal bitte nicht in der Tür stehen. Dämlicher. Naja, dämlich ist er nicht, aber kann ja auch nichts dafür. Gut, in der Richtung wird zumindest noch nichts angedeutet. Wie weit am Kartenrand sind wir denn hier? Doch schon ganz schön am Kartenrand. Ach, das war die, wo sie uns zerlegt haben. Die Fertigungsanlage von Corvega. Hier ist wohl noch ein Dings drin. So eine Puppe, die ich verpasst habe. Backstreet April. General Atomics Fabrics. Da unten wäre Diamond City. Ja, dann gehen wir doch mal jetzt hier außen lang. Obwohl, in welche Richtung würde das liegen? Ach so, wieder mehr landinnenwärts. Ich müsste nicht mehr nach Süden. Ich laufe gerade nach Westen. Naja, gucken wir mal, ob es hier hinten irgendwas gibt. Außer den Tod. Gute Idee. Wenn der Tod zur Wahl steht, erstmal speichern. Das ist prinzipiell nicht verkehrt. Ist das nur ein Stein oder? Die Eigenschaften des Springens, also so Athletik, ist nicht so seine Stärke. Da hätte man auch irgendwie was skillbar machen. Er ist bloß ein Stein. Hätte man was skillbar machen können. Ich bin ja so weit außerhalb des Nix. Ich befürchte ja gleich von der Todeskralle angefallen zu werden und dann war's das. Da hilft mir auch meine leicht erhöhte Position ja nicht. Da hinten wäre noch was, aber hier ist erstmal noch was, ohne Gegner, wie es aussieht. Aber auch bloß ein altes, zerschrottetes Auto. Alter Mast. Nicht wirklich Loot. Kaputter Baum. Gucken wir mal hier hinter noch, was wir hier gerade gesehen hatten. Kleiner Unterschlupf, wie es aussieht. Ja, hier war mal ein Feuer. Hier hat mal wer gelebt. Kronkorken, Patronen, Molotow-Cocktail mit Lichtvisier, improvisierte Gun. Okay. Der eine oder andere mag meinen, das hat sich dann ja schon gelohnt. Ich neige ja dazu, das fast ähnlich zu sehen. So weit oben kann nichts mehr sein, hier ist ein Kartenende. Kannst nicht in diese Richtung gehen, okay. Na, wenigstens kein allzu hartes Kartenende mit einem Berg oder was weiß ich. Die sagen halt einfach, du kannst da nicht hingehen. Da hinten sehen wir doch was. Könnte man da theoretisch hinkommen? Ja. Ich will dem eigentlich nicht gleich ins Gesicht putzen. Es könnte ja durchaus sein, dass das mein Kumpel ist. Reichen uns mal ein bisschen um die ringsrum. Noch zähle ich als versteckt. Unten auf der Map ist nichts markiert. Ah, das sind keine Gegner, das sind Mannequins. War eine fiese Falle. Deswegen schub ich die immer gleich um, dass das nicht nochmal passiert. Matratze. Coca-Cola.
Kann ich hier eigentlich? Nee. Oh, ein verbessertes Schloss und Safe. Das kann ich schon, aber da haben wir zumindest schon mal was, warum das hier alles existiert hat. Strohkissen. Kratze. Frucht oder sowas? Nö. Tatsächlich nur dieser Safe. Was heißt nur? Da ist bestimmt guter Shit drin. Den Stacheldraht könnte man doch super verwenden. Okay, gespeichert ist. Wow. Schön. Master of Knackung. Patronen, Patronen, Kronkorken, Patronen. Gold, Öl und Stahl. Ah, das ist in Sturmfeuerzeugen drin. Vorkriegsgeld und so eine 10 mm Pistole, die lassen wir einfach mal hier. War das schon zu viel? Ne, war noch nicht zu viel. Sehr gut. Und da hinten sehen wir dann auch schon leicht angedeutet den Ort, wo wir hinwollen. Kurz mal hier runter gucken. Da ist auch nochmal eine Ruine. Die nicht unerkundet gelassen werden soll. Okay. Ich werde sicherheitshalber auf die Mauer springen. Scheint aber erstmal safe zu sein. Das Strohkissen war zu schwer. Ah, hier. Oh, seine scheiß Schrotflinte weg. Hier noch eine Stiefel, wo ich verkaufen könnte. Also, was soll ich mit dem ganzen Zeug? Hier ist jetzt nix, oder wie? Ich meine, da kann ja nicht überall irgendwas sein, aber. Gartenstuhl. Gartenstuhl hier mitten im Nicht. Warum soll ich mich hier hinsetzen? Da liegt noch was. Ja, ich werde mir auch Mühe geben, mal ein bisschen mehr nach oben zu gucken hier. Nicht immer nur auf die Erde. Mal ein bisschen was zu zeigen von der Welt. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man halt nach oben guckt, sieht man nicht, was unten ist. Das mag jetzt blöd klingen, aber es wäre erstmal ein Fakt. Fakt, ein unumstößlicher Fakt. Wer nach oben guckt, sieht nicht, was unten ist. Gehen wir ein bisschen über die Bergkämme hier. Kann auch eine ganze Ecke über die Berge laufen. Da macht er eh noch fertig. Da ist irgendwie was Verbessertes, was Aufgebautes. Gucken wir mal, dass wir uns irgendwie halbwegs hinten ringsrum ranschleichen können. Mittlerweile habe ich mich auch schon fast daran gewöhnt, dass mir der Hund alle 5 Sekunden meine Nerven raubt. Ich denke, es ist sonst was für ein Viech. Dann ist es nur der Cursor. Hier nix, da nix, da auch nix. Das ist einfach noch ein Riesenstein. Das sah aus wie ein Haus. Nichts gegen Leute, die gerne in Stein wohnen. Okay, hier haben wir ein bisschen was. Naja. Barrikadiert wäre zu viel verlangt. Kurzer Hustenanfall. Sieht eher aus wie so eine, was weiß ich, Anti-Lawinen Geschichte. Weg mit dir. Du sahst fies aus. Hier ist auch die Radioaktivität extrem hoch. Ein Rohr kommt doch selten allein. Ah, es verschwindet hier einfach. Ne, halt, es kommt da vorne nochmal hoch. Vielleicht geht da was mit dem Rohr. Nö. Schade. Hätte ja sein können, dass man dann irgendwie durch das Rohr kriechen kann oder was weiß ich. Die Posse Blues. Wir gehen mal jetzt hier außen vorbei und schauen uns das Auto an. Kronkorken, Superkleber. Oh, der Schraubenschlüssel war bestimmt zu schwer. Nö. Muss bald zurück hier. Mega voll.
Ist natürlich auch doof. Jetzt haben wir dann hier hinten was entdeckt und können eigentlich uns gar nicht hier hinten umsehen. Ich nahezu direkt zurück muss. Wegen Überlastung. Kurze Speicherung. Ich bin nicht ängstlich, nur vorsichtig. Ich sehe erstmal keinen. Ramin. Nix im Stall draußen. Das verrostete Fahrzeug. Ich gucke mich natürlich erstmal die einsame Kapelle. Wie immer gucke ich mich natürlich erstmal außen um. Nach Fallen, Gegnern, Loot, Wertsachen, Loot, Dinge, die wir gebrauchen könnten und Loot. Ah. Hier waren sie aber. Ja, waren schon reichlich Blumen. Metallrüstung rechtes Bein, okay. Kleidung. Kleidung. Lederrüstung, 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 Metallrüstung rechtes Bein. Wie war denn das hier mit? Kann mich nicht selbst ansehen. Ja, so viel anders sieht das jetzt erstmal nicht aus. Also doch, es ist ein bisschen metallverstärkt. War also schon mal ein kleines Upgrade. Fangen wir mal hinten an, uns umzusehen. Nichts, nichts, noch ein bisschen nichts. Staatliches Vorratslager, das sieht eher nach einer neuen Instanz aus. Aha. Unterfutter in das Dose. Hier im Pult liegt nichts. Nee. Muss ja fast davon ausgehen, dass es überall mal irgendwie so eine Wackelkopffigur gibt oder so. Aber. Nö. Aber ja, runter können wir. Und natürlich lassen wir uns da nicht lumpen und sind dann hier unten. Ach du Scheiße. Lampe anmachen war ja hier nicht. Lampe ausmachen leider auch nicht. Drogen. Hier geht's weiter. Hier nicht, also gucken wir uns erstmal hier um. Hier nicht, da nicht, da auch nicht, hier sowieso nicht. Nö, nö. Eine Lampe hätte ich gerne. Habe ich auch, aber ich kann sie nicht anmachen. Sieht erstmal unbenutzt aus. Schleichen wir uns mal hier lang. Schleichen, schleichen. Oben steht ein Geschütz. Was zum? Jetzt gehörst du mir, Bürschchen. Ja, alles blöd. Willst du spielt hier mit mir spielen, was? Aber das nennt man anständig zielen, du Anfänger. Da ist nichts mehr. Was denkst du? Zum Teufel war das. Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Von hinten dürfte ja eigentlich keiner kommen. Scheiße! Ich bin verloren. Ey. Okay, den haben wir erstmal umgenietet. Passwort zum Vorratslager. Jede Menge Patronen. Stahlrüstung mit Helm. Psst. Bleib hier.
Wir gucken uns zuallererst mal Stahlrüstung mit Helm an, hä? Achso, die würde jetzt komplett alles ersetzen. Okay, jetzt habe ich insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 17 habe ich jetzt insgesamt. Was habe ich jetzt? Achso, ich habe noch den Kopf nicht wieder auf. Ach, weil der Armeehelm so viel bringt und weil das eine Stahlrüstung mit Helm ist und der Helm hier nur 7 wert ist, habe ich insgesamt miese gemacht. Also wenn ich sage Armeehelm für 10. Armeehelm für 10. Lederkombi für 2. Wo werden die angerechnet? Gar nicht. Dann Lederrüstung. Lederrüstung, Lederrüstung, Lederrüstung und Metallrüstung am rechten Bein. Und dann habe ich 10, 17, 19, 21, 22. 23. Ne, und deswegen ist das dann hier weniger, weil dein Helm inkludiert ist. Da unten sehe ich es doch. 26. Und das Ding hätte 13. Also mit der Kombi habe ich echt gerade richtig gute Panzerung. Allerdings ist die mit 17 für diese schlechte Verwertung einfach zu teuer. Die wiegt 3. Den Fatman werde ich garantiert nicht los. Der ist super. Mit Mini-Atombombenwerfer. Ah, hier so ein paar Pistolen. Das war genau der Fatman. Danke sehr fürs Zuhören. Hast dich verpisst, was? Fatman wieder mitnehmen. Ich sehe den Gegner nicht. Deswegen war ich jetzt gerade so still. Ich höre zwar, aber ich sehe keinen Gegner. Patronen. Schaltplatte Militärstadt ohne Terminal-Grafikkarte. Mach's mal hier hoch. Luti, Luti. Matratze zum Schlafen. Strohkissen. Wieso habe ich keine Taschenlampe? Was soll das denn? One Cram. Und eine Natrium-Cola. Mit Ex und einem Psycho. Gucken wir mal, ob. So eine Super Cola hier, wie hieß die? Nuka Cola Quantum. Die heilt 1 Red und 400 TP. Das ist natürlich viel zu viel. Die heilt 1 Red und 20 TP. Die kippen wir uns also erstmal. Okay, 1 Red war jetzt nicht viel. Kann ich das denn sortieren nach Wert, Gewicht? Ich kann es leider nicht sortieren nach, was mir Radiation wiederbringt. Ich kann erst noch Wasser trinken, damit sind meine Lebenspunkte recht gut wieder hoch. Die würden mir Radiation geben, sehe ich gerade. Die nehmen mir nicht Radiation, die geben mir welche. Ja, Red Away macht 300 Radiation weg, das ist halt schon viel. Lassen wir es erstmal bei dem bisschen Radiation da hinten. Strohkissen? Die Strohkissen-Bande oder was? Oh ne, ich will ja nichts lagern. Aha, noch ein Terminal. Gucken wir mal noch auf dem Tisch und so. An meine große Schwester. An meine große Schwester Red. Du musst noch mehr fancy Lads Kuchen schicken. Sonst macht Tom Kleinholz aus mir. Ich hab Angst. Der ist ziemlich furchteinflößend. Bitte schick mir noch mehr Kuchen. Danke. Denk an deine Schwester. An mich. Bitte hilf mir. Lilly. Okay, euren Kuchen sucht die. Red! Ich bin's, Lilly. Ich weiß nicht, wie lange sie mich noch am Leben lassen. Wenn du weiterhin diese lausigen Vorräte schickst. Wow, ich dachte, jetzt kommt mehr Satz. Also, ich weiß nicht, wie lange sie mich noch am Leben lassen, wenn du so weißt, dass du lausige Vorräte schickst. Russische Eier? Also bitte. Mein Leben steht auf dem Spiel, Red. Ich habe gehört, wie sie sich darüber unterhalten haben, was sie mit mir machen, wenn die nächste Lieferung nicht besser ist. Das war nicht schön. Keine Eier mehr. Weiter. Lilly. Wow!
US Handbuch für verdeckte Einsätze, FH-503. Ja. Oh, du bist dauerhaft beim Schießen schwieriger zu entdecken. Das war natürlich ein richtig guter Bonus. Russische Eier, Instapüree, Dose. Verdammt, tut mir leid, Schwester. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe mich um den Eingang gekümmert, wie du es mir gesagt hast. Die kleinen Maden von Tom, dem Turm, liefen weg. Die kleinen Maden von Tom, dem Turm. Ach, der heißt Tom, also Tom der Turm heißt der. Liefen weg und dann, boom, mein Gesicht war voller Putz. Dann wurde alles schwarz und als ich aufwachte, war ich hier in der Beantown Brauerei. Um eins von Toms hässlichen Schlägertypen grinste mich an. Einer von Toms hässlichen Schlägertypen grinste mich an. Bisher haben sie mich gut behandelt, aber ich glaube nur deshalb, weil sie unsere Lebensmittel wollen. Gib ihnen nichts, Schwester. Ich werde einen Weg hier rausfinden, Lilly. Diese extra Sätze auf der letzten Seite sind natürlich super geil. Oh, Nuka-Cola Cherry, die verhält 50. Dogmeat. Okay, wir sind wieder recht voll. Wird also Zeit, hier nochmal eine Pistole loszuwerden. Und mal wieder Terminal-Lesungen. Yay. Oh. Das müsste ich hacken. Ich habe Hacken halt leider überhaupt noch nicht geskillt. Und ich habe es leider auch überhaupt nicht begriffen. Also ich weiß, es geht hier unten um die Worte. Aber der erkennt ja zum Beispiel auch gewisse Kombinationen an Symbolen. Jetzt könnte ich zum Beispiel... Das wär's. Oh. Das heißt Fury, das Passwort. Ach, das sind gar nicht Kombinationen. Ich muss nur das richtige Wort finden. Wow. Beantown Bastarde. Lilly hat ein paar von Toms Leuten geschnappt. Als sie sie... Ach, das vorhin war Lilly. Als sie am Vordereingang rumgeschnüffelt haben. Wir haben aber... wir haben sie verhört und es klang so, als käme diese reine Flüssigdiät in der Brauerei nicht so gut an. Aber Tom, der Turm, hat angeblich einen Plan. Sich bei uns ins Lager vorzukämpfen und sich unser Essen zu schnappen. Sollen die besoffenen Idioten doch noch kommen. Lilly ist verschwunden. Lilly ist verschwunden. Scheiße, Tom der Turm und seine Jungs haben heute das Lager angegriffen und im Chaos ist Lilly verschwunden. Ich habe ein paar Leute losgeschickt, um sie zu suchen, aber ich befürchte das Schlimmste. Wenn Tom sie irgendwie in die Finger bekommen hat, werde ich dem Bastard das Herz rausreißen und es an die Wand nageln. Er hat sie. Der Dreckskerl. Tom der Turm hat Lilly. Scheiße, er lässt sie mir Briefe schreiben, indem sie um Vorräte bettelt. Sie meint, er wird sie in Stücke hacken, wenn ich ihm nichts schick. Ich habe versucht, ein paar Leute zusammenzutrommeln, um sie zu retten, aber... Sie haben es mir ausgeredet. Sie meinten, Tom würde sie töten, wenn wir sie angreifen. Aber wir müssen etwas unternehmen. Ich werde dem dummen Wichser erstmal sein Essen schicken, aber vorerst lasse ich unsere Köter draufpissen. Irgendwas, das stimmt nicht. Hab noch einen Brief von Lilly bekommen, aber irgendwas, was stimmt nicht. Sie nennt mich Red. Ich hasse diesen Namen. Und das weiß sie auch. Ich glaube, irgendetwas ist passiert. Tom rekrutiert jede Menge Leute, jetzt, wo er unser Essen hat. Ich werde einen meiner Jungs losschicken, der bei ihm einsteigt. Mal sehen, ob er rausfinden kann, was los ist. Keine Spur von Lilly. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Mann, den ich in die Beantown-Brauerei geschickt habe, meinte, dass Lilly dort nirgends zu sehen ist. Tom muss sie irgendwo hingebracht haben. Ich habe eine Crew losgeschickt, um ihre zu suchen. Halt durch, Lilly. Wir kommen. Die Turmsteuerung. Zugriff auf Turmsteuerung. Standardisierte Turmsteuerung, Firmware 8.13. Verbundene Einheiten 2. Bitte seien Sie vorsichtig, bla bla bla. Deaktivieren. Abschaltung. Schöner Bug, okay. Ja, ist halt auch ein Computersystem. Das war's. Achso, weil ich das Terminal gehackt habe. Ein bisschen Story und ich konnte halt hier ein paar Türme deaktivieren. Einen davon habe ich eh schon zerschnuppert. Und auch schon ausgeräumt. Hallo, Dog. Dog! Hängt der hier im Weg?
Ich finde zum Beispiel, hier hinten könnte ruhig mal eine Lampe angehen. Aber nö. Waffenbank, Waffenbank, Waffenbank. Okay. Ah, das war das. Das wäre das zweite Geschütz gewesen. Rüstungsbank, Rüstungsbank, Rüstungsbank. Leer machen kann ich das nicht. Kann ich das immer noch zerballern? Nö. Wegen der EP und so, wisst ihr. Provisorische Batterie, okay. Kronkorken, Patronen. Den Rest brauche ich ja nicht. Medex, Klebeband und Schraubenzieher. Und wir müssen offensichtlich eine Pistole hier lassen. Aha. Ah, okay, das ist ein Bruchteil von dem anderen. Ganz viele Bruchteile von dem anderen. Ist das einfach nur zerfallen? Hm, keine Ahnung. The shit. Dunkel ist anders. Hell ist anders. Eine Säge? Ah, die könnte ich mitnehmen. Bügelsäge, okay, die kann ich alle mitnehmen. Dark Meat und hier ging es nach draußen. Ich würde mich gerne um Ecken lehnen können. Gute Dinge. Wow, ein Pömpel, den muss ich mitnehmen. Falls zu Hause die Toilette mal wieder verstopft ist. Ist nie verkehrt, einen Pömpel zu haben. Denn wer will schon in eine Siedlung, wo es kein ordentliches Scheißhaus gibt. Patronen. Metallrüstung, linker Arm. Metallrüstung, linker Arm. Kleidung, Metallrüstung, linker Arm. Und gewichtemäßig schmeiß ich das, was ich nicht brauche, dann einfach mal weg. Dann sollten wir jetzt. Sollten wir jetzt langsam eigentlich hier ein bisschen, ja. Ein bisschen gefährlicher aussehen. Kronkorken, Patronen. Der hat überall nur Lederrüstung. Ich will immer mit Tab aus diesen Menüs raus. Es tut mir ja leid, Leute, ey. Furchtbar. Okay, ganz woanders hin. Gelbe Farbe. Jetzt kann ich vermutlich irgendwas gelb anstreichen. Na. Blutrot. Ah, hier ist jede Menge Farbe. Liegen zu lassen wäre natürlich schade. Jede Menge Schätz. Patronen, Schraubenzieher, Forschungsglas. Oh, schon wieder ein Terminal. Ah. Da habe ich das Passwort vorhin gefunden. Örtliches Vorratslager. Memo. Verbesserung der. Betreff Verbesserung der Sicherheit an alle Mitarbeiter des staatlichen Vorratslagers. Als Reaktion auf aktuelle Ereignisse gelten für diese Einrichtung ab sofort verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Auf dem Gelände muss nun durchgehend ein Ausweis getragen werden. Zivilisten müssen eingeschleust werden und erhalten vorübergehend Ausweise. Dies gilt auch für Lieferanten und Fahrer. Keine Ausnahmen. Es werden strikte Bestandsaufnahmen des Nahrungsmittelvorrats durchgeführt. Riskieren Sie nicht Ihre Stelle, indem Sie etwas entwenden. Ja, damit sind Sie gemeint. Dringend mögliche Sicherheitsverletzung. Dringend sofortiges Handeln erforderlich. Eine Gruppe Zivilisten hat die Luke entdeckt, die in den alten Tunnel zu dieser Anlage führt. Eine einfache Überwachung dieses Zugangspunktes ist nicht mehr ausreichend. Es werden mindestens 3 Personen an diesem Punkt stationiert, bis wir eine bessere Möglichkeit finden, diesen Zugang zu sichern oder ihn vollständig abzuriegeln. Außerdem möchte ich keine Beschwerden mehr über unsere Entscheidung hören,
dieses staatliche Vorratslager in diesen Tunneln zu errichten oder welche Mühe es macht, sie im Nachhinein umzubauen. Die Entscheidung wurde innerhalb der genehmigten Budgets getroffen und Ende. Wir kümmern uns um diesen Zugangspunkt und die Einrichtung wird weiter ihren Zweck erfüllen. Danke für Ihre Mitarbeit. Taka, 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 taka. Sicherheitstürsteuerung. Maxlock Sicherheitstür. Steuerinterface. Status verriegelt. Status offen. Status aktiv. Okay. Was sind die hier? Muss mal ganz kurz gucken. Ich bin schon wieder randvoll. Ja. Sturmmaske mal wegschmeißen. Ich bin ja richtig randvoll. Hm. 45er nimmt das Ding. 38er. Das nimmt auch 38er, mein schnell. Dann können wir das hier auf jeden Fall schon mal wegschmeißen. Das nimmt 44er, dafür haben wir eh nicht wirklich viele. Als Impro-Pistole braucht auch kein Mensch. Mit Lichtvisier, leichtes Jagdgewehr nimmt 308er. Gucken wir mal. Hier oben nimmt auch 300. Ah, improvisiertes Repetiergewehr. Das ist aber eh nicht so geil. Dann nehme ich das andere. Und sag auch gleich mal. Dem hier. Dass er sich hier drauf machen soll. Scheiße, was war das? Eine Mini-Atombombe für den Fatman. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Wo ist denn meine? Hier. Oh, wow, ich kann da nicht durchschießen. Oh, sauer. In Aktionspunkte. Oh, mein Hund, die kriegt wieder ganz schön auf die Fresse. Ja, das hätten wir. Na. Kronkorken, Patronen. Des Präzisionsstützen Stech. Ja, Abzug. Jede Menge Zeug. Fleisch mit Bohnen. Kronkorken. Leichte Kleidung. Ach du Scheiße. Vorratslager Narren. Da muss man wahrscheinlich echt mal bald eine Folge einbauen. Wo ich in meiner Siedlung Ordnung schaffe, weil das sind gerade richtig viele Vorräte dafür. Richtig krass viele Vorräte. Mit alles Rohstoffe. Die ganzen Dosen hier und Shit. Und Pillen und Zeug. Eine Mini-Atombombe, ey, wie stark ist das denn? Boom! Fatman habe ich schon gefunden. Hier liegt auch nochmal einer. Nice. Kurzer Niesanfall. Ja, ich mache jetzt hier erstmal eine kurze Pause. Ich sehe gerade, ich bin schon bei 34 Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.